Es ist ein Vergnügen, seine Visionen in kurzer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes anfassen zu können, sie zu Materie werden zu lassen. Es ist beglückend, Urvertrauen zu entwickeln, nicht sein Leben zu träumen, sondern seinen Traum zu leben. Es bereitet große Freude, sorgfältig ausgewählte Ziele, die eine gute Zukunft verheißen, durch harte Arbeit Realität werden zu lassen. Arbeit heißt doch nur, schöpferisch tätig zu sein, produktive Werte zu verwirklichen. Neben der Familie ermöglicht es uns nur noch die Arbeit, Einmaligkeit und Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen, mit anderen und für andere. Erfolg erfolgt, wenn Sie sich selbst folgen. Und wann immer Sie einen Rückfall erleiden und wieder einmal zu sich selbst sagen, ich kann nicht, dann wissen Sie jetzt, dass Sie sich selbst Grenzen setzen. Denken Sie in einem solchen Moment einfach an eine Hummel. Das ist leicht zu merken. Eine Hummel kann nämlich gar nicht fliegen. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik, mit 1,2 Gramm Gewicht und winzigen Stummelflügelchen mit einer Fläche von insgesamt 0,7 Quadratzentimetern. Gott sei Dank, dies weiß die Hummel aber nicht. Sie fliegt einfach. Sie als denkender Mensch haben anstelle der unglaublich schnell schwirrenden Flügelchen der Hummel die Kraft der Fantasie, die positive Vorstellungskraft, die es ihnen ermöglicht, bis an die Grenzen ihrer Gestaltungsmöglichkeiten vorzudringen und das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Können Sie die Energie Ihrer Fantasie nutzen, um Ihre Lebensziele zu erreichen, zu verwirklichen? Sie wissen bereits, dass jede Tat und jeder Erfolg aus einem Wunsch geboren werden, der in der fruchtbaren Umwelt der Fantasie die Pläne hervorgebracht hat, durch die der Wunsch von einem unbestimmten psychischen Impuls in greifbare Wirklichkeit verwandelt werden kann. In der Ausarbeitung eines klar durchdachten und durchführbaren Plans, beziehungsweise mehrerer solcher Pläne. Sie stehen im Begriff, einen unter Umständen langen Marsch anzutreten, dessen Ausgang für Sie von entscheidender Bedeutung ist. Wenn Ihr erster Plan nicht zum erhofften Erfolg führt, arbeiten Sie einen zweiten aus. Schlägt auch dieser fehl, ersetzen Sie ihn durch einen dritten. Machen Sie unbeirrbar so weiter, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Diese Methode klingt vielleicht sehr simpel, aber sie beruht tatsächlich auf einem der wichtigsten Geheimnisse des Erfolgs überhaupt. Geben Sie sich nie geschlagen. Dass die allermeisten Menschen sich mit einem mittelmäßigen oder gar ärmlichen Leben begnügen müssen, liegt einfach daran, dass ihnen die Ausdauer gefehlt hat, es über den ersten, zweiten oder dritten Misserfolg hinaus weiter zu versuchen und misslungene Pläne durch immer neue und immer bessere zu ersetzen.